Jesus, das Leben steht vor der Tür. Der Gottesdienst Misericordias Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn, soll am Sonntag 10 Uhr in der St. Ulrich-Kirche Schlettau vollzogen werden. Vorab wurde dieser Gottesdienst mit Pfarrer Diethelm Eckert für die Ausstrahlung im Fernsehen aufgezeichnet. Es ist ein Gottesdienst zum Innehalten auf dem Weg. Denn wir sind noch unterwegs in der Krise, das Virus ist noch nicht verschwunden. Wir gehen durch ein finsteres Tal, so formuliert es der Psalm 23. Doch die Hoffnung geht mit. Das Tal wird ein Ende haben. Die Sendezeiten der kompletten Aufzeichnung bei RZTV sind 10 Uhr und 18.30 Uhr. Für die Produktion der Fernsehgottesdienste wird von den Initiatoren im Verein CVJM Lichtblick um eine Spende gebeten.